Meine Damen und Herren, liebe Freunde, natürlich auch in Halle Blau, es ist ein ganz besonderer Moment für mich, heute hier auf dieser Bühne zu stehen und als Vorsitzende der größten Fraktion im Hessischen Landtag zu Ihnen sprechen zu dürfen. Als ich 1998 in die CDU eingetreten bin, habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich war damals 21 und es war eine Entscheidung, und das will ich gerade vorwegnehmen, bei der nicht im Vordergrund stand, ob diese Partei konservativ, liberal oder christlich-sozial ist. Es war eine Entscheidung aus dem Bauch heraus und getragen von der guten Gewissheit, dass meine Eltern vermutlich auch immer CDU gewählt haben. Nach der verlorenen Wahl von Helmut Kohl wollte ich, dass die Partei von Adenauer und Dräger, aber auch von Süßmuth und Blüm, wieder nach vorne kommt, weil ich als praktizierende Katholikin der festen Überzeugung bin, dass es gut ist, wenn wir das christliche Menschenbild zur Grundlage unseres Handelns machen. Es stellt den Menschen in den Mittelpunkt und nimmt ihn an mit all seinen Fähigkeiten zur Selbstverantwortung, mit der Fähigkeit für sich, aber auch für andere Verantwortung zu übernehmen, aber auch dort, wo er schwach ist und wo er Solidarität braucht. Das ist das Bild meiner CDU von damals und von heute, und ich bin wirklich dankbar, dass ich an dieser besonderen Stelle hier mitmachen darf und dieses Bild vertreten darf. Liebe Freunde, wir treffen uns heute hier in Willingen auf einem Parteitag, der uns vermutlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Ein Parteitag, der bewegt, obwohl wir uns hier nicht bewegen dürfen. Corona hat unser Leben verändert. Mit der Ankunft des Virus in Hessen musste auch die Fraktion von heute auf morgen in den Krisenmodus und als Schutzschild fungieren. Zum Schutz der Regierung gegenüber der Opposition, aber auch zum Schutz der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Kommunen vor Ort. Und das unter den widrigsten, unter den denkbar allerschwersten Umständen. Wir haben einen humorvollen, kompetenten, einen immer ansprechbaren Freund verloren. Mit tiefer Trauer denken auch wir an Thomas Schäfer und natürlich an Walter Lübcke. Jeder für sich waren sie lange Zeit tragende Säulen unserer Fraktion. Es sind Verluste, die wir spüren. Großartige und unersetzbare Freunde sind von uns gegangen. Das bewegt bis heute. Das bewegt die Partei, aber auch die Fraktionsseele. Michael Boddenberg musste und hat schnell Verantwortung übernommen. Und ich finde, er macht seine Arbeit herausragend zuverlässig und engagiert. Auf Vorschlag des Ministerpräsidenten wurde ich in der Fraktion zur neuen Vorsitzenden gewählt. Und ich danke an dieser Stelle nochmal allen für das Vertrauen. Das Vertrauen und die Verantwortung spornen mich an und motivieren, diese starke Fraktion noch besser, noch smarter, noch konstruktiver und innovativer zu machen. Liebe Freunde, Corona hat uns alle herausgefordert. Es war die Zeit der Exekutive, die uns besonnen durch die Krise gebracht hat. Die Menschen spüren das. Und daher Ihnen, Herr Ministerpräsident, und Ihrem gesamten Kabinett einen herzlichen Dank im Namen der CDU-Fraktion, aber auch noch mal im Namen dieses gesamten Parteitages. Die Fraktion hat die Arbeit getragen. Alle 40, im Parlament, aber auch in den Wahlkreisen. Und da hat die Krise bewiesen, auf die CDU ist Verlass. Auf jeden Einzelnen, und das macht das Team stark. Denn häufig wurde vor der Sommerpause immer auf die Einstimmenmehrheit geschaut.
Immer wurde sie angezweifelt von der Opposition. Aber als es darum ging, das Hessens gute Zukunftssicherungsgesetz, unser Sondervermögen zu verabschieden, waren wir alle da, sogar diejenigen, die kurz vorher noch ein Kind bekommen haben. Aber hat mal jemand geschaut, wo die anderen waren? Zum Beispiel die AfD. Da blieben in Teilen die Hälfte der Parlamentssitze leer. So geht nicht Verantwortung. So geht ausschließlich Hetzen, Spalten und Provozieren. Und, meine Damen und Herren, Antworten bieten auch SPD und FDP nicht. Die SPD kritisiert hier in Hessen unser Sondervermögen und macht im Bund, als auch zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, genau das Gleiche. Und als Sahnehäubchen benennt sie noch einen Kronzeugen für die Rechtswidrigkeit unseres Gutachtens oder unseres Sondervermögens, einen Gutachter, der dem Bundesfinanzminister, somit also dem SPD-Kanzlerkandidaten, einen rechtswidrigen Haushalt attestiert hat. Das erschließt sich mir nicht als Juristin und schon gar nicht als Politikerin. Aber okay. Und auch zur FDP fällt mir nicht viel ein. Nur ganz kurz, hier in Hessen hat der Slogan der FDP, lieber nicht regieren als falsch, ein Update bekommen beim Sondervermögen. Da lautet der Spruch wohl, nur wo die FDP regiert, da ist es nicht falsch. Das zeigt der Blick über den Rhein. Nein, meine Damen und Herren, die Opposition gibt keine verlässlichen Antworten und Alternativen. Wir sind die gestaltende Kraft in diesem Land und das müssen wir immer und immer wieder draußen den Menschen sagen. Dabei sind wir nicht allein. Mit den Grünen haben wir in Hessen das für viele Menschen beliebteste Koalitionsmodell in Deutschland. Natürlich haben wir dabei in Teilen auch andere Meinungen. Das wollen wir auch. Und das ist auch gut so. Gleichzeitig haben wir es gemeinsam und sogar gut bislang durch die schlimmste Krise dieses Landes seit dem Zweiten Weltkrieg geschafft. Es gilt aber auch weiterhin die klare Aussage, wir führen diese Koalition an. Und ja, wenn man eine Autobahn wie die A49 durch einen Wald baut, dann ist das ein schwieriges Thema. Trotzdem verbinden wir als CDU damit ein klares Bekenntnis für den weiteren Ausbau. Dieses Bekenntnis steht aber nicht alleine. Es steht gemeinsam mit der Tatsache, dass nur 3% des Danni, des Danneröder Forstes betroffen sind und dass wir selbstverständlich neuen Wald mit Ausgleichsflächen geschaffen haben. Insoweit appelliere auch ich an alle, die anderer Meinung sind, diesen Prozess friedlich zu begleiten. Und Richtung der Fraktion der Linken, wenn wir Ökonomie und Ökologie miteinander verbinden, dann ist das nicht, wie von Ihnen vorgeworfen, Schizophrenie. Das ist vielmehr verantwortungsvolles Handeln auf einer demokratischen Grundlage zugunsten der Menschen in Hessen. Autos besprühen hingegen, Menschen einschüchtern, Polizisten angreifen und Drähte in Wälder spannen, um Reiter zu verletzen, das ist nicht vom Grundgesetz gedecktes Demonstrieren. Das sind Gewalttaten und Straftaten und das, liebe Freunde, das lassen wir uns nicht gefallen und das werden wir an jeder Stelle anmahnen und äußern. Wir sind jetzt dort angekommen, wo das Schutzschild und das Visier wieder hochgeklappt werden. Hessen ist in der vergangenen Woche 75 Jahre alt geworden. Wir waren das erste Land mit einer eigenen Verfassung. Wir haben einen gut sortierten Werkzeugkasten für die Zukunft. Wir nehmen aus der Krise den Schub mit. Auf meiner Sommertour mit vielen Kolleginnen und Kollegen habe ich ein modernes Hessen gesehen. Wir haben Hochleistungsmedizin,
mit Ionenbeschleunigern, innovative Marktführer in den Zukunftstechnologien. Wir haben Hidden Champions in allen Teilen unseres Landes. Unsere Forschungslandschaft ist hervorragend aufgestellt. Wir sind eine der internationalsten Regionen Europas, ein innovativer Pharma-Standort und einer der Zukunftsstandorte dieses Kontinents. Das müssen wir alles weiter stärken, denn überall dort entstehen die Arbeitsplätze für unsere Kinder. Auf Sie und Ihre Familien richtet sich unser Blick. Wir haben die Familien fest im Fokus. Das Virus hat den Familien viel abverlangt. Das kann man nicht häufig genug sagen. Und ich sage Ihnen aus eigener Erfahrung, mit meiner Familie, mit meinen drei Kindern, mit meinem Mann, dass Homeschooling, Homeoffice ganz schnell zu viel Homegereiztheit geführt hat. Insoweit lassen Sie mich Ihnen versichern, wir haben die Familien im Fokus. Für uns sind sie nicht nur systemrelevant, für uns sind sie das System. Auf meiner Sommerreise habe ich mir deswegen auch ganz viele Kitas angeschaut. Gemeinsam mit meinen Kollegen haben wir zugehört. Die Bedürfnisse vor Ort sind uns wichtig. Deswegen unterstützen wir die hessischen Kommunen gemeinsam mit dem Bund in Höhe von 305 Millionen Euro für Kita-Neubauten und Sanierungen. Natürlich sind unsere Kommunen mit Geld nicht zu bezahlen. Aber sie sind im Sondervermögen uns 2,5 Milliarden Euro wert. Keine politische Kraft in diesem Land steht so an der Seite der kommunalen Familie wie die CDU. Und das unterstreiche auch ich doppelt mit dem Blick auf die Kommunalwahlen im nächsten März. Liebe Freunde, ich erspare Ihnen an dieser Stelle noch den obligatorischen Ritt durch die Ressorts, aber ich möchte noch mal feststellen, Hessen ist bislang gut durch die Krise gekommen. Danke an alle Menschen, die sich an die Maßnahmen gehalten haben und dafür gesorgt haben, dass Hessen dasteht, wo es jetzt ist. Unser Schutzschild hat gehalten und wir haben insbesondere durch die Verabschiedung des Sondervermögens die Freiräume geschaffen, die wir brauchen, wofür wir alle eingetreten sind. Politikgestaltung für die bürgerliche Mitte. Wir haben nun den Werkzeugkasten, um die Folgen von Corona zu reparieren und unser Land weiter aufzubauen. Es ist aber nicht an der Zeit für Flausen oder Träumereien. Es ist die Zeit einer realistischen, einer christlichen und einer bürgernahen Politik. Die Politik muss sich den Vokabeln der Arbeitslosigkeit, des Abschwungs, der Steuerausfälle und Kürzungen entgegenstellen. Dafür brauchen wir Innovation, Digitalisierung, Unterstützung der Wirtschaft, Stärkung des Gesundheitswesens und vor allem Investitionen in die Familien und in die Förderung unseres Nachwuchses. Wir haben eine starke Fraktion. Insgesamt das Personal mit und um unseren Ministerpräsidenten, die Mittel, den Willen und die Auftragsliste ist voll. Ganz besonders drängen jedoch die Sensibilisierung und die Kommunikation, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Der Abbau der Angst vor dem Leben mit Corona, Konzentration auf die Digitalisierung, Konzentration auf die Bildung und die Familie und Konzentration auf das Wesen der CDU als Volkspartei. Um diese Liste zu erledigen, bedarf es neuer Ideen, durchdachter Strategien und individueller Lösungen. Nur so lässt sich vermeiden, dass immer nur zum Hammer gegriffen wird. Denn wer nur einen Hammer kennt, der sieht in jedem Problem einen Nagel. Liebe Freunde,
Diese Zeit, dieser Parteitag bewegt, obwohl wir hier mit Abstand sitzen. Diese Zeit verlangt unseren Mut und unsere Entschlossenheit jeden Tag wieder. Die CDU hat immer bewiesen, dass sie und die sie tragenden Persönlichkeiten genau das können. Wie Ende der 90er sind wir die Partei, die nicht den Schwarzmalern hinterherläuft, die nicht ängstlich darauf schaut, welche Themen unsere Mitbewerber setzen. Wir sind die Partei, auf die man sich verlassen kann. Wir sind die Partei, die mit Mut, Optimismus, Lust auf die Zukunft und mit eigenen Ideen eine Strahlkraft hat, die den Menschen aus allen politischen Lagern wieder in die Mitte gezogen hat. Das ist meine CDU, das war meine CDU und deswegen bin ich vor 22 Jahren in die CDU eingetreten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Delegierte in beiden Hallen, sie darf nicht nur die Partei von damals und heute bleiben. Unsere Partei muss die Partei von morgen sein, als die mit Abstand stärkste Volkspartei. Daran arbeiten wir, die CDU-Fraktion. Vielen herzlichen Dank.